strengen Zunftregeln zu achten. Die sahen beispielsweise vor, dass keine Störenfriede, womit Fremde gemeint waren, Zutritt in die örtliche Zunftgemeinschaft bekam. Lehrlinge, Gesellen und Meister, die in die Zunft aufgenommen werden wollen, müssen ehrlich und fromm sein, nämlich teutscher Art, heißt es in einem Statut der Schulherrzunft. Wer nicht teutsch war, wurde mit drakonischen Strafen belegt.